Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kleinen Vor-Unboxing. Ich habe von BenQ wieder was bekommen. Das werden wir jetzt nur vor-unboxen. Die Videos, also Unboxing-Hardware-Video, werde ich jetzt wahrscheinlich heute nicht schaffen. Ich habe ein paar Videos schon gemacht. Das soll nur ein kleiner Vorgeschmack sein, was auf euch zukommt. Ich muss, die Kamera kann ich noch nicht runterzoomen, weil da ist ein Adressaufkleber drauf. Oh Gott. So. Die Nachbarn werden sich freuen, dass ich wieder alles in Beschlag nehme. So, hier müssen wir mal gucken. Da was wichtig mit bei ist. Wartet mal. Das. Nee. Nee. Ist nichts bei. So, kann man wegräumen. Da haben wir einmal hier, das hat mich damals schon sehr interessiert, war mir aber zu teuer. Und jetzt kann ich es gratis mal testen für, ich weiß es nicht. Ich muss in die E-Mail reingucken, wie viele Wochen sie gesagt haben, wie viel ich das hier haben darf. Und das ist der Insta-Show. Das ist ein Präsentationsgerät von BenQ. Das steht da, das wird mit USB und HDMI da angeschlossen, am Laptop oder an dem PC. Das ist nur beispielhaft hier ein Laptop, hier für Strom und da für Bild. Und da ist das Empfängerteil. Und hier seht ihr das dann nochmal richtig. Wie gesagt, das ist auch schon offen, hier ist nicht zugeklebt, weil ich bin nicht der Erste, der das gekriegt hat. Hier wird es am Laptop angeschlossen, Knopf, dann connectet sich das damit und dann habt ihr hier praktisch, wenn ihr eine Präsentation habt und ihr wollt was von eurem PC zeigen oder von eurem Laptop, irgendeine Grafik oder so, schließt ihr das da an und dann kann der Nächste das anschließen. Dann muss nicht jeder nach vorne gehen und sich mit dem HDMI verbinden oder so. Oder ihr könntet halt auch vom PC auf den Beamer machen und braucht dann keine Kabel packen. So, haben wir einmal das. Oh Gott, wartet mal. Uiuiuiui. Da wird demnächst ein Unboxing kommen, das werde ich wahrscheinlich morgen machen. Und Hardware-Video werde ich denn hier machen, weil hier werdet ihr gleich sehen, was hier drin ist. Ich muss das erstmal rausmachen. So. Haben sie da einen Rücksender? Ich muss nur mal kurz reingucken, ob sie da einen Rücksenderschein reingemacht haben. Oder ob ich den dann kriege oder so, weil manche machen den dann mit rein. Nee, haben sie nicht mit drin. Dann entweder muss ich selber bezahlen oder die geben mir einen Rücksendeschein, das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann ja sehen. Ich will heute auch noch das Review-Video zu der BenQ WIT machen. Ich habe auch von BenQ so eine Lampe. Da habe ich aber selber angefragt. Hier hat BenQ gefragt. Und Leute, die Lampe ist so geil. Die ist so mega geil. Da habe ich auch noch einen Wunsch an BenQ, dass sie da vielleicht noch was anderes in der Art rausbringen. Oh. Schwere Geburt. Oh Gott. Oh. So.
So, da haben wir ihn. Business-Projektor, Digitalprojektor, MH535 von BenQ. Smart Eco hat da drin. Ja. Bis 1080p. Ich denke mal, dass das so heißt. Resolution 1080p. Jo. Business-Projektor. Der ist auch noch verpackt. Also nochmal Klebeband zusätzlich wieder drüber gemacht. Nee, das ist schon durchgeschnitten. Okay. So. Und dazu werden wir dann auch ein Video machen. Wie gesagt, nicht heute. Das soll jetzt erstmal ein Vor-Unboxing sein, um euch so einen kleinen Appetit haben zu geben, was demnächst kommt. Damit bin ich jetzt hier auch schon weg. Ich gehe jetzt am PC die Videos bearbeiten, die ich heute gemacht habe. Wir sehen uns im nächsten Livestream, im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.